Da bin ich wieder. Hier hinter mir ist schon die Wand. Das heißt, wir streichen heute. Und ich habe auch schon alles vorbereitet, was wir dafür brauchen. Das heißt, hier habe ich die Leiter. Hier habe ich die Malerrinne. Dann ist hier noch ein Stuhl, damit ich auch oben rankomme. Und ja, weil ich ein Mädchen bin, habe ich mich natürlich für die Farbe Grün entschieden. Ist ja ganz logisch. Ich habe hier noch ein Paketband zum Abkleben. Eine Schiebe und ja, hier mische ich mal das Ganze an mit ein bisschen Weiß, damit es auch für die ganze Wand reicht. Ja, und dann geht's los. Genau, hier hinten hängt jetzt noch, ich habe jetzt fast alles schon so weit weggeräumt, da hinten hängt nur noch unsere Lichterkette dran. Die hatten wir ja mal bei Amazon für 12 Euro geholt. Die muss ich erstmal abmachen und dann geht's aber wirklich los. Also ich glaube, die kriege ich nie wieder auseinandergefriemelt. Die kommt auf jeden Fall da drüben an der Wand wieder ran. Das heißt, wir haben auch schon einmal langgesaugt und die ganzen Spinnenleben abgemacht. Dann können wir jetzt alles abkleben. So, die Seiten habe ich jetzt schon abgeklebt. Oben sind noch die ganzen Nägel drin, mit der ich die Lichterkette aufgehangen habe. Die muss ich jetzt als nächstes erstmal ziehen. So, oben ist auch abgeklebt. Das heißt, ich kann jetzt hier unten die Folie auslegen, damit unser schönes Laminat auch keine Flecken abbekommt und ich im Nachhinein nicht putzen muss. So, das hätten wir jetzt auch erledigt, die Folie. Tada! Das heißt, jetzt können wir die Farbe anmischen. Und wir machen das hier drinnen. So, ich habe hier also ein bisschen nach Pi mal Daumen hier erstmal Weiß reingefüllt. Und jetzt kommt natürlich das Grün noch hinzu. Ist das nicht ein herrliches Grün? Dann müssen wir den ganzen Spaß jetzt nur noch umrühren. So, das heißt, wir haben jetzt eine ganz herrliche Farbe. Da unten ist abgeklebt, da an der Seite ist abgeklebt, oben ist abgeklebt, die ganzen Nägel sind raus und da ist auch abgeklebt. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Seitenränder streichen mit einem kleineren Pinsel und dann machen wir uns an die große Fläche mit dem großen Ding. So, oben sieht schon mal schön aus. Wir müssen jetzt noch die Seite streichen. So, das heißt, gleich sind wir hier fertig. Und dann können wir endlich mit der Erwachsenenrolle streichen. So, das bisschen hier noch. Wer hat das denn hingemacht? Das kann ich mir ja nicht erklären, aber ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt. So, let's go. Meine Wand wird grün. Grün, grün, grün. Also, wenn ich die Farbe jetzt doch scheiße finde, dann habe ich ein Problem. Ups.
Also im Prinzip doch schon eine geile Farbe. Das sieht doch schon mal echt gut aus. Ja, das sieht doch extrem geil aus hier. So, das schaut doch jetzt schon mal extrem gut aus für den ersten Anstrich. Da kann jetzt wirklich niemand was sagen. Ist auf jeden Fall voll die krasse Halbwand. Die Farbe sieht auf jeden Fall mega aus. Ja, das war's jetzt erstmal für heute. Das heißt, wir lassen das jetzt erstmal über Nacht trocknen, weil es ja auch schon spät heute. Und dann schauen wir uns morgen das Debakel an, wie das aussieht, wie das getrocknet ist, ob da viele Streifen sind oder viele weiße Punkte und wie viel wir da noch nacharbeiten müssen. Aber so sieht es jetzt erstmal aus. Das ist ja unser alter Streaming-Hintergrund, habt ihr ja erkannt. Da stand ja immer der Weihnachtsbaum und hier stand ja immer, wo ich gerade stehe, unser Tisch. Und jetzt haben wir halt da eine grüne Wand gemacht und ja, die Lichterkette ist jetzt halt verschwunden, die kommt da auch nicht mehr hin. Und ja, morgen geht's weiter. Das kriegt man auch noch ab, das ist hier Klebeband, aber da sind meine Hände zu dick, müssen wir mal mit dem Cuttermesser oder so vorsichtig machen. Auf den Stuhl rauf, vorsichtig. Und jetzt können wir das oben abziehen. Der sieht auf jeden Fall auch ganz oben ganz gut aus. Also bis auf den Punkt finde ich ihn da und da. Sieht richtig, richtig gut aus. Das ist jetzt mein fertiges Werk. Ja, und wenn alles gut geht, dann können wir jetzt das hier machen. Ansonsten war das leider alles umsonst. Ja, aber das Grün sieht trotzdem nicht schlecht aus. Und ja, jetzt wisst ihr auch, wie man es macht. Das war hier eine gute Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!